Willkommen zurück. So. Ich find's cool, dass Neverwinter Nights 2, zumindest der erste Part, ziemlich gut angekommen ist. Spiel sieht doch verdammt gut aus, auf Full HD, muss man dazu sagen, außerdem, ne? Sumpfkäfer greifen an. Der natürliche Lebensraum der Sumpfkäfer ist der Totensumpf. Sie fressen Aas und verrottende Grünpflanzen. Sumpfkäfer sind im eigentlichen Sinne nicht aggressiv. Es sei denn, sie werden beim Fressen gestört oder getötet. Mittelschwer. Keine Buffs. Kann ernsthaft einmal Segen machen. Was ist denn da los? Habe ich nicht gerastet oder was? Ne, habe ich nicht. Potenziell schlecht. Mal wieder zurück. Ich will einen zweiten des Segen auf Vorrat haben. Gut, das geht. So, ein zweites Segen ist auf jeden Fall wichtig. So. Hier können wir übrigens den Strategiemodus. Es ist tatsächlich auch ein Strategiemodus, wie man sieht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, klick hier und da und so. Oder halt im Charaktermodus geht auch. Aber mit dem spiele ich eigentlich relativ selten. Vor allem, ich nehme lieber den Erforschermodus, den finde ich doch am besten. So. Also ein paar mehr, ne? Ja, die hauen wir um. Ja, das sah noch negativ Schaden aus. Ja. Ihr seht, der Text ist genau der gleiche wie bei NWN1. Also bekannt. 42 Erfahrungspunkte für so ein Ding. Oh, er hat ihn niedergeworfen. Das hat man so gesehen, dass er so komisch lag. Oh, da sind nicht identifizierbare Sachen drin gewesen. Konzentrationshandschuhe, sehr schön. Sehen, Komma, bringt Konzentration plus 3. Gut für mich, nehme ich mit. Dann haben wir noch eine Fackel gekriegt. Die kann der Bevel mal in die Hand nehmen. Ja, in der Tat. In der Tat? Ja. Ihr seht, ich kann auch so hin und her geben und kann es sagen, hier so, hier nimmer. So langsam wird mein Inventar voller. Ich müsste mal gucken, dass ich nicht irgendwann mal anfange auszumisten hier. So, ich glaube, da hinten wollen wir rum. Oh, ein Quicksave wäre wirklich nicht schlecht. Muss man dazu sagen. Ich gucke mal, ob ich... Drei, das sind also die... Wunderbare Dinge zeigen. Komm mit, dann zeige ich dir einen richtigen Hasen. So, ich suche mal eben eine Quicksave-Taste. Nur mal so. Machen wir hier einen Zwischensave. Zwisch. Nur mal so für einen Fall. Geh was nicht. Ich meine, es müsste eine Quicksave-Bar geben. Krumm-KI kann ruhig ein. Was gibt's? Und da gucke ich jetzt mal bei ihm nach. Ja, fast ein Level-Up, schön. Und zwar beim Verhalten. Es gibt einen Marionettenmodus. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was bringt denn das? Wird sich seine künstliche Intelligenz zunutze machen. Ah, okay. Deswegen gehen auf Aus am besten. Folgedistanz bitte nahe. Fallen entschärfen. Mach, wenn du es... Naja, mach es mal nicht. Falle einsammeln. Nein. Kann er eh nicht. Das ist okay. Wachsamkeitsreichweite. Auf Fern. Wenn Feinde ziemlich weit weg sind. Dann machen wir Mittel. Ja, machen wir Mittel.
Schlösser öffnen ist okay. Schlösser automatisch öffnen. Nein. No. Ihr seht, man kann hier viel einstellen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir werden Bevel eigentlich nicht mitnehmen. Sage ich jetzt schon mal vorweg. Deswegen setze ich ihn noch relativ auf. Ich glaube, später kommt er nochmal dazu. Aber das interessiert uns ja jetzt nichts. Ja. Das war mein Schild des Glaubens. F12 ist Schwächen. Gut. Ich nuschel ganz gerne mal rum. Mein Segen ist aus, das ist gut, das gibt Rasten. Sehr gut, also F12 ist Quicksave, das wollte ich wissen, weil dann kann ich nämlich so schön, zack, gespeichert. So, zack, fertig. Das Bild von Dax sieht auch sehr schön aus hier. Das ist ein Schreckens-Dax. Und da sind die Ex-Menschen. Habe ich gerade provozieren geklickt, ja. Diese reptilienartigen Homoniden sind primitiv und wild und können sehr gefährlich werden, wenn man sie provoziert. Wenn nötig, tun sie sich zusammen und verteidigen verbissen ihren Sumpfgebiet. Das Echsenvolk in der näheren Umgebung von Westhafen ist schwächer als andere Echsenvölker. Die Angehörigen des Volkes werden oft auch als Echsenmenschen bezeichnet. Und die haben doch einiges an Zeug dabei. Ziel muss sich eurer Anwesenheit bewusst sein, damit ihr es provozieren könnt. Stand da gerade. Was ein paar mehr sind bei nochmal Beistand. Irgendwann mal. Also der Dämon, der Schatten ist irgendwie besser. Level up. Ole, ole, cool. Level up ist schön. So, oh, das ist Stufe 4. Das heißt, wir kriegen einen weiteren Attributspunkt. Den hau ich auf Weisheit. Ja, einschüchtern ist immer noch nicht meine Klassenfähigkeit, leider. Würde ich sagen, behalte ich mal den einen Punkt und setze ihn dann irgendwann mal auf Einschüchtern. Dass ich dann einen hohen Einschüchterungswert habe. Aber das war's leider. Ja, in der Tat. Ja, in der Tat. Kriegt Abbruch, ja. Was habe ich gerade gesehen? Mardus. Na, mach mal hier. Der ist ja ganz schön dumm, ne? Aber gut, einen Intelligenzmanus braucht er eigentlich nicht. So. Das wäre doch dumm. Folgt mir. Ich muss euch wunderbare Dinge zeigen. Wir haben wahrscheinlich durch den Weisheit oder einfach so einen weiteren Punkt gekriegt. Oder hier einen weiteren. Ja. Satz kann man sagen. Also, das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel nochmal Resistenz oder Tugend machen. Ich wäre für kleine Wunden heilen. Und ich glaube, weiß nicht, ob ich Resistenz überhaupt brauche. So. 60 Sekunden. Dann lieber eher Tugend. Zweimal. So, zack, zack, zack und zack. Auch schön, dass man hier jetzt immer hin und her schieben kann. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich könnte meine Waffe verzaubern. Oder noch ein weiteres Segnen. Ich wäre für ein weiteres Segnen. So. Und hier einfach noch ein Beistand hinterher.
Was ist stabilisieren? Einsatz auf ein Schlachtfeld bestimmtes mildes Sterben um euch herum. Bereich, ob sie verbündet sind oder nicht. Der Zauber wirkt als ein Speaking. Untote Kreaturen. Okay, also so ein Anti-Sterbezauber. Naja, später können wir dann, wenn die Kreaturen weg ist, dann noch andere Sachen nehmen. Wie zum Beispiel eine Geräuschexplosion. Ich glaube, Beistand ist so halt einer der guten Kurzzeit-Buffs, würde ich sagen. Während Segnen, wie ihr seht, schon recht lange hält. 60 Sekunden pro Stufe, das heißt 4 Minuten. Das gleiche gilt für Beistand prinzipiell. Aber ich glaube, beides hat relativ ähnliche Effekte. Plus 1 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe gegen Furcht. Und die Trefferpunkte werden erhöht. Also temporäre Trefferpunkte. Und Segnen gegen Furcht. Ist das kumulativ? Kann ich das irgendwo sehen? Rüstungsmalus, Status. Ich raste mal kurz und ich zauber das dann mal. Erstmal segnen. Angriffswert erhöht. Aber sag mir nicht, wie viel, ne? Das ist jetzt die Frage, aber sterbt auch nicht, ist nicht kumulativ. Das heißt, es würde sich tatsächlich erhöhen. Würde ich mal sagen. Ja. Gut, dann haben wir's. Dann Vertrauter, wo ist der? So, zack. Na, Schild des Glaubens hält nur 60 Sekunden. Oh, hält auch so lange. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall. Jetzt habe ich den einen vergessen, aber egal. Der kommt auch ohne klar. So, jetzt können wir weiter. Ich werde mein Haus mit euren Überresten. Haus mit Überresten von Sumpfkirben dekorieren. Interessant. Klatsch. Hat sich mir eine Kamera verzogen. Kurz orientierungslos. So, jetzt bin ich wieder da. Die hinterlassen irgendwie nichts. Nichts vom Wert. Oh, noch mehr Hexenmenschen. Was gibt's? Ja. Au. Schmerz. Dann ist er schon tot. Dann war es ja verschwendet, den Schild zu zaubern. Naja. Vielleicht nicht zwangsweise. Ho, die haben aber gewonnen, hittet. Auf, ja. Ein Zweihänder. Naja, können wir verkaufen. Was für ein Gewicht. Oder auch nicht. Ihr seht, es gibt immer noch das Überladen, sehe ich hier. Also ich bin im Moment belastet. Ich lasse das mal lieber liegen. Das gleiche gilt fürs Langschwert, also ich lasse das auch direkt fallen. Bringt nichts, das mitzunehmen. Die anderen werden auch so Müll haben. Gut, dann sind wir fast da. Da ist noch eine Tür. Die Frage, wo geht's da lang? Kam er von daher? Nee. Nee, von da kam er nicht her. Von da unten kam er her. Da führt der Weg lang. Ist die Frage, wo ist der Splitter drin? Ist er hier drin oder da drüben?
war schon nicht da. Dann gucke ich mal hier erstmal nach. Wir sollten umkehren. Das sind nicht die Ruinen, die wir für deinen Vater durchsuchen sollen. Woher weißt du das? Niemand ist jemals dort eingedrungen. Georg sagt, sie sind schon seit einer Ewigkeit hier. Und Thames sagt, er hätte eine Geschichte über einen Magier gehört, der dort rein wollte und nie mehr zurückkehrte. Außerdem hätte uns dein Vater erzählt, wie wir in diese Ruinen kommen, wenn wir da wirklich rein sollen. Dann will ich da rein. Wir sollten umkehren. Das sind nicht die Ruinen, die wir für deinen Vater... ist gut. Er will nicht dahin. Mimi. So viel zum Thema, wir gehen da rein. Oh, das wäre schön, dann könnte ich hier schön um die Ecken rennen. Dumm. So. Dann gehen wir durch.